Also mit Stufe 11 oder so können wir das vielleicht gewinnen, aber nicht jetzt. Definitiv nicht jetzt. Aber gut, dass wir es wissen. Und vielleicht bräuchten wir Alof für dieses Problemchen. Der kann nämlich viel mehr Schaden machen als das Medium. So, ab nach Farnheim. Ne, ab nach Khed Nuhr und dann von Khed Nuhr nach Farnheim, würde ich sagen. Ne, jetzt ist ja mein Magieschmiede ausgebaut. Jetzt kann ich da mal gucken nach besseren Rüstungen und so weiter. Oder wenigstens nach Zutaten, um meine Waffen auf hervorragend abzugraden. Also ich brauche Rubine und ich brauche solche Gehirne. Und ja, solche Gehirne hätte ich vielleicht bei der Alchemistin in Dürfurt kaufen können. So, genau, Halle der Magieschmiede. Wo ist eigentlich das Trainingsgelände? Wohl nicht hier. Hm? Dann gehen wir mal hier rein. Trauernde Mutter, ich habe 60 Erfahrung gesammelt, dadurch, dass ich die Magieschmiede gefunden habe und Level Up für die erreicht. Wissen. Steigern. Und jetzt darf ich mir zwei Sachen aussuchen. Anführer. Versieht alle Feinde im Wirkungsbereich mit einem hinterlistigen und mächtigen Zwang, dem Medium zu gehorchen, wodurch das Ziel beherrscht wird und alle anderen verzaubert werden. Das klingt gar nicht mal so schlecht. Ausgeliehener Instinkt plündert direkt und die Wahrnehmung eines Feindes für Energie und schadet diesen Attributen des Gegners, während die Verteidigung und die Genauigkeit des Mediums gefördert werden. Detonieren. Splittert die Seele des Ziels mit reiner Kraft und fügt ihm dabei Wundschaden zu. Ziele mit geringer Ausdauer zerplatzen, wodurch alle im Wirkungsbereich Schmetterschaden erleiden. Taktische Manipulation. Verbündete Verstand des Mediums mit einem Verbündeten, um das Wissen des Verbündeten über seinen Feind zu erlangen, wodurch das Medium einen Angriffsbonus auf den Feind erhält, den der Verbündete angreift. Nehmen wir mal ausgeglichener Instinkt. So. Good day to you. Sein Gegrüßt, mein Fürst. Hier finden Sie nur die raffiniertesten Apparate, Öle, Fallen und verzauberten Sachen. Alles, was man zum Fesseln und Frustrieren seiner Feinde braucht. Möchten Sie einen Blick drauf werfen? Du hast Fallen. Du hast nichts anderes außer Fallen. Okay. Ich hoffe mal, du kriegst später noch mehr Ausrüstung, weil sonst wäre das echt wenig. Gut. Wir könnten hier drüben nochmal reinschauen, ob der was Neues hatte, seitdem er aufgemacht hat. Vielleicht brauchen die erst ein paar Tage. Oder das wird wirklich durch abgeschlossene Quests besser, das Sortiment. Also so wie auch die Aufgaben, die man in der Burg verteilen kann, voranschreiten. Genau, du da. Lass mal sehen, was du anzubieten hast. Ich sehe nichts Neues Besonderes. Nur die ganzen Kultistenhauben. Schade. Verwende die Tab-Taste, um interaktive Gegenstände in der Umgebung zu markieren. Jop, kenne ich.
Ich habe jetzt also noch 3 Kopfgeldjägeraufträge. Ich glaube, die werde ich als nächstes machen, sobald ich in der Dunrödstraße, hey, ich habe es mal richtig gesagt, Meldung gemacht habe. Die dürften nämlich auch noch gute Erfahrungspunkte geben. Es hieß nämlich mal, man könnte mit den Kopfgeldjägeraufträgen das Max-Level erreichen. Aber das wurde runtergeschraubt, damit das nicht mehr möglich ist. So, annehmen. Farnheim. 22 Stunden und 27 Minuten. Das ist auch mal eine krumme Zahl. Oh, will da jemand vielleicht was von uns? Oder rennt er einfach nur durch? Ja, der ist nur durchgerannt, okay. Edelmänner. Und ein Haufen Leute. Edelleute, okay. Edelmann, Edelmann, das ist ein Marktstand. Noch mehr Edelmänner, okay. Dunrödstraße. Mal gucken, was du uns sagen kannst. Ich muss auf jeden Fall noch mit der Mutter reden, bevor ich sie gegen Alof eintausche. Auch wenn das jetzt komisch klang. Oh, und die Leute sind müde. Naja. Ich bin wohltätig, diplomatisch, rational, ehrlich. Wie auch immer. Hallo. How fair is your search? Ich habe noch andere Fragen. Sprechen wir über was anderes. Ich kann etwas über die Operation des bleiernen Schlüssels berichten. Well, let's hear it. Na dann raus damit. Der meierne Schlüssel manipuliert eine Gruppe engvetanischer Maschinen, die im ganzen Land verstreut sind. Und das scheint die Hohlgeburtenepidemie zu verursachen. I had feared they might be involved in Widewind's legacy. It seemed too extreme even for them. How naive I've been. Ich hatte befürchtet, dass sie etwas mit Whitewinds Vermächtnis zu tun haben könnten. Es schien aber zu extrem, selbst für sie. Wie naiv ich doch war. The Leaden Keys conspiracy is clear now. They have used Enguithan technology to engineer Widewind's legacy, and they want people to blame Animancy for it. As we speak, the Duke is holding hearings in the palace. He is listening to arguments for and against Animancy. When they finish, he is expected to decide whether to outlaw it. It seems the Leaden Key has been pushing Deerwood down this path for some time. Die Verschwörung des bleiernen Schlüssels ist nun eindeutig. Sie haben engvitanische Technologie genutzt, um Whitewinds Vermächtnis auszulösen, und sie wollen, dass man der Beseelung die Schuld daran gibt. Just in diesem Moment hält der Duke im Palast Anhörungen ab. Er lässt die Befürworter und die Gegner der Beseelung zu Wort kommen. Anschließend wird er entscheiden, ob die Beseelung unter Strafe gestellt wird. Es scheint, als habe der bleiernen Schlüssel den Dürrwald schon seit einiger Zeit in diese Richtung gedrängt. I, for one, would enjoy seeing their little scheme fouled up at the last moment. Our Duke must hear what you have to say. Unfortunately, the hearings are closed to the public, which makes the Duke inaccessible until they are completed. Ich würde es nur zu gerne sehen, wenn ihr kleiner gemeiner Plan im letzten Moment vereitelt wird. Unser Duke muss hören, was du zu sagen hast.
Leider sind die Anhörungen nicht öffentlich. Bis sie beendet sind, ist der Duke also nicht zu fassen. However, certain groups have been invited to attend. You might get in with one of them if you aren't above a little pandering. There are delegations from the Knights of the Crucible, the Dozens, and from House Dominel. If you can gain the support of one of those groups, that may be your best way in. Allerdings, see what you can arrange. Allerdings wurden bestimmte Gruppen zu der Anhörung eingeladen. Vielleicht gelangst du mit einer von ihnen hinein, wenn du sie umgarnst. Es gibt Delegation der Schmelztiegelritter, der Dutzenden und des Hauses Dormenel. Wenn du dir die Unterstützung einer dieser Gruppen sichern kannst, gelangst du vielleicht hinein. Viel Glück. Ich will über die Beseelungsanhörung im Palast sprechen. Was ist mit ihnen? Würden sie denn nicht einen Gast der Dunritstraße in die Anhörung lassen? Wir würden nur das als letztes Resort tun. Walking in mit einer der drei invited groups puts you in a position of influence. Walking in alone as a representative of Dunreed Row would earn you distrust among all the rest. It seems our organization has a reputation for nosiness and manipulation for whatever reason. Das würden wir nur als letzten Ausweg tun. Wenn du mit einer der drei eingeladenen Gruppen erscheinst, hast du einen gewissen Einfluss. Spazierst du alleine als Vertreter der Dunritstraße hinein, würden dir alle anderen augenblicklich misstrauen. Unsere Organisation hat aus unerklärlichen Gründen den Ruf, neugierig und manipulativ zu sein. Sie blickte zur Seite. Na, so unerklärlich sind die Gründe nicht. Es wäre besser, wenn die Menschen nicht sehen, Dunreed Rose Hand in this. Easier for them to embrace the truth. Es wäre am besten, wenn niemand von der Beteiligung der Dunritstraße weiß. Da fällt es ihnen leichter, die Wahrheit anzunehmen. Was gibt es über den Duke zu wissen? Avar is many things to many people, and that is why he sits the throne. To the frontiersmen, he is one of their own. To the patriotic, he is a sole descendant of Admeth Hadret. To the nobility, he is from an old and established family. All of these are half-truths or exaggerations, a tale he has spun around himself. Jeder sieht in etwa etwas anderen, deswegen sitzt er auf dem Thron. Für die Grenzbewohner ist er einer von ihnen, für die Patrioten ist er ein Sehnachfahre von Admin Hadret, für die Adligen stammt er aus einer alten und ehrwürdigen Familie. All das sind Halbwahrheiten und Übertreibungen, Märchen, die er selbst in die Welt gesetzt hat. The man behind the tale may not be the greatest mind in Deerwood, but he knows people. He knows when they are sincere and when they lie. He knows when they are strong and when they are weak. The other matters he leaves to me. Outwardly, he prefers to come off a bit of a simpleton. Don't be fooled. Before he was a duke, he was a trapper. And an excellent one at that. Der Mann hinter den Märchen ist vielleicht nicht der schärfste Verstand im Dürrwald, aber er besitzt Menschenkenntnis. Er weiß, wenn jemand ehrlich ist und wenn er lügt. Er weiß, wenn jemand stark ist und wenn er schwach ist. Die anderen Angelegenheiten überlässt er mir. Nach außen gibt er gerne vor, ein wenig einfältig zu sein. Lass dich nicht täuschen. Bevor er Duck wurde, war er Fallensteller und zwar ein ganz hervorragender. Dann leb mal wohl. Ein Level-Up für Edda, das war's auch schon. Na gut. Aber bevor wir den Level Up machen, speichere ich erst einmal wieder. Nämlich LP 16. 16. Nicht LÜ. LP 16. Speichern. Und dann sehen wir uns gleich wieder.